Lange ist es her, dass eine Episode von Sascha Liest Kommentare kam. Um ganz genau zu sein, ist es ein Monat her. Dieses Format drehe ich immer einmal im Monat. Dementsprechend, falls ihr neu seid, hi, mein Name ist Sascha. Ich drehe einmal im Monat Sascha Liest Kommentare. Das Ganze basiert auf Kommentaren, die mir hinterlassen wurden unter meinen Videos. Ganz traditionell fange ich immer an mit dem Top-Kommentar, deswegen würde ich sagen, wir langen gar nicht, fackeln lang rum. Wir legen los. Was ist der Unterschied zwischen Katja und einer Bowlingkugel? Mehr Anzeigen. In der Bowlingkugel passen nur 3 Finger rein. Das ist dieser Moment, wo ich mich frage, heißt es nicht die Bowlingkugel? Und wie konnte sowas so Top-Kommentar werden? Ja, danke nochmal an alle, die so einen Kommentar nach oben voten. Wirklich, wirklich beste Community 2018. Ich drehe durch. Horst, 45, Kameramann, macht keine Mittagspause. Ich kenne den Horst ein bisschen anders. Ich drehe gerade! Es waren noch Zeiten. Tim Gabel, dieses letzte Stück Scheiße. Und dann gibt's noch diesen Dreckschwitz, bei dem ich mir einfach nur denken könnte, verdammte Scheiße, wer zum Teufel hat die Herzen aufgeschnitten? Ein angenehmer Typ. Warum scheint in Afrika immer die Sonne? Kann ich ja eigentlich schon wieder nicht reinschneiden, oder? Nee. Koro-Werbung, Hashtag Ehrenmann. Sparen Sie jetzt 40 Cent bei einem Einkauf in Höhe von 40 Euro mit dem 1% Rabattcode HDF. Koro-Drogerie, ich bin dabei. Chuck Norris kann Milch trinken, ohne sich zu vergiften. Also es ist schon richtig, aber Halt dein Maul! Was macht ein Steak unter einem Sofa? Mehr Anzeigen, bitte nicht verstaken, bitte nicht verstaken. Sich verstaken. Sparen Sie jetzt 40 Cent bei einem Einkauf in... Warum badet deine Mutter in Fanta? Mehr Anzeigen, weil sie auch mal aus einer Limo winken will. Alles klar, damit bin ich raus, weil sie auch mal aus einer Limo winken will. Zufälligerweise wahrscheinlich gerade eine Fanta im Hintergrund, oder? Wie nennt man einen russischen Vegetarier? Mehr Anzeigen, Moskauer. Wichtiger Sonntag heute und endlich mal wieder Koro am Start. Warum ist Sascha nicht schlau? Steffi, was denkst du, warum bin ich nicht schlau? Weil du dumm bist. Und damit herzlich willkommen zu dem diesmonatigen Unsympathisch-TV-Quiz. Die Frage lautet, warum ist Sascha nicht schlau? A. Er ist zu oft auf den Kopf gefallen. B. Weil er dumm ist. C. Guckt ihn euch doch mal an. Oder D. Zu viel am Uhu geschnüffelt. Weil er dumm ist. Nein! Nein! Oh mein Gott, der Kommentar hat mich, glaube ich, kurzerhand komplett zerstört. Für den nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen Gedichtstimmung. Danke. Rosen sind rot, gelb ist die Biene. Ich kann nicht reimen, Waschmaschine. Wo ist der Bagger-Kommentar? Was ist passiert? Wurden wir erwachsen? Ja, verdammt nochmal, wir wurden erwachsen. Ich betreibe diesen jämmerlichen Kanal seit 3,5 Jahren, ja? Seit 3,5 Jahren. Davon haben mich safe 2,5 Jahre. Hat mich dieser Bagger-Kommentar begleitet und seit mehr als einem Jahr jetzt der Lauch-Kommentar. Verdammt nochmal, wir wurden erwachsen. Wenn ich mir überlege, ich habe vor 3,5 Jahren mit YouTube angefangen, ja? Da waren manche 15, die sind jetzt 18,5. Wenn die immer noch meine Videos anschauen, an der Stelle, falls irgendjemand seit Tag 1 dabei ist, meine Videos anschaut, ey, es tut mir leid, wirklich. Aber für was, alles, was bei euch passiert ist, oder dafür bin ich nicht verantwortlich, ganz kurz nochmal, ja? Für bleibende Schäden hafte ich nicht. Oh, jetzt ganz kurz, Leute, jetzt haben wir einen Kommentar. Jetzt heißt es wirklich dahin wieder anschnallen. Ich sage jetzt, ist einfach mal so, es wird ein YouTube-Pärchen 2018 geben. Und zwar hat Katja kommentiert, Peter, komm vorbei. Ich würde dich schon knallen. Ich will jetzt hier wirklich nicht den Wingman spielen oder der, wo halt die zusammenbringt. Aber liebe Katja, lieber Peter, ihr könnt euch ja jetzt einfach unter diesem Video nochmal austauschen, vielleicht auch mit Handynummer, damit auch noch ein paar Zuschauer die Handynummer mitbekommen. Ich denke mal, ihr beide werdet auf jeden Fall eine schöne Zeit zusammen haben, vielleicht den ein oder anderen Song zu zweit rausbringen. Hallo Friends, ich heiße Lance. Ich kann schnell laufen, Mercedes-Benz. Mein Style ist Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Kommen wir jetzt schon zu dem letzten Kommentar dieser Episode. Oh. Was passiert mit einer Rakete, wenn sie nicht startet? Mehr Anzeigen, sie wird gefeuert. Und damit bin ich raus aus der heutigen Episode von Sascha Liest Kommentare. Falls euch die Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls euch meine neue Stimme gefällt, lasst auch einfach einen Daumen nach oben da. Jetzt auch wieder Kommentare hier unten reinschreiben und nach oben voten, damit wir auch wieder für einen Monat für die nächste Episode Sascha Liest Kommentare haben. Ich bin damit raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, oh mein Gott, ich muss zur Apotheke mir sofort Medizin kaufen. Gib das Lean in die Sprite.